Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch bei Cold War Zombies auf der Karte Firebase Z einen neuen Wall Breach Spot zeigen. Und für diesen Glitch braucht ihr erstmal das Dr. Rutscher Perk mindestens auf Stufe 3 und ihr müsst hier auf Firebase Z den Strom einschalten. Dann öffnet sich nämlich hier links neben Packer Punch die Tür zum Wunderfist Automaten und ihr könnt Dr. Rutscher kaufen. So, wenn ihr dann alles habt, Leute, dann kommt ihr zu diesem Spot, slidet gegen die Wand, kurz vorher drückt ihr auf Pause, Leute, und macht Pause weg. Danach lauft ihr oben hin, danach drückt wieder auf Pause und wenn ihr Pause weg macht, Leute, müsst ihr ganz schnell hier hochklettern. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann kommt ihr hier hinter diese Wand. Ich zeige euch das jetzt mal ohne Slow Motion, wie das Ganze aussieht. Und wenn ihr dann in dem Glitch hier drinne seid, Leute, könnt ihr in einer dieser Säulen reingehen, weil dort seid ihr sicher auch vor den Imitatoren, die können euch nicht rausziehen. Und wenn ihr ein bisschen weiter hier vorgeht, bewerfen euch ansonsten die Zombies mit Fleisch, aber hier drinne versammeln die sich vor euch und bewerfen euch nicht. Und wenn ihr hier wieder raus wollt, müsst ihr einfach den Ätherschleier aktivieren und ihr seid hier draußen. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und unterstützt mich fleißig mit euren Kommentaren, damit mein Algorithmus ein bisschen gepusht wird. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt an dieser Stelle ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!